Hallo liebe YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, an meiner Seite mal wieder kleinen Skip. Sag mal Hallo, Hallo an die lieben Zuschauer, Hallo. Ja, ich habe gedacht, ich zeige ihn euch mal, dass ihr ihn auch mal wieder seht nach langer Zeit. Und meine Lieben, ich habe heute für euch eine Filmreview. Und zwar habe ich gedacht, jetzt ist ja so Winter und Weihnachtszeit und so. Und dann ist bei mir auch die Zeit, dass ich jetzt nicht nur rein Weihnachtsfilme schaue, sondern halt auch Filme, die so im Schnee sind und so im Kalten und wo man irgendwie so, ja, sich dann so der Jahreszeit irgendwie anpasst. Und heute wollte ich für euch einen Film vorstellen, den ich total gerne mag. Und der ist zwar schon von 2010, aber das macht meiner Meinung nach überhaupt nichts. Er ist einfach super. Und zwar geht es heute um Frozen, eiskalter Abgrund. Ja, da seht ihr schon im Dunkeln eine Gondel mit jemandem hängen. Und seitlich sieht das Ganze so aus und hinten dann so. Ihr auch einmal schauen könnt. Genau. So, von innen sieht das Ganze so aus. Also rein die Disc, da ist jetzt nichts irgendwie dabei gewesen oder so, auch keine Digital Copy. Aber ihr habt bei der Blu-ray hier auch wieder ein Wendecover. Freigegeben ist der Film ab 16 und so schaut das Ganze aus. zu den Daten jetzt erstmal. Der Film hat eine Laufzeit von 94 Minuten und das Bonusmaterial alleine sogar 61. Und ich muss gestehen, ich habe das noch nicht angeschaut. Das sollte ich definitiv mal tun. Und ihr habt hier 5.1 Sound und Special Features sind hier dann noch Between the Mountains, Surviving Frozen und halt Deleted Scenes und das Wendecover. Und jetzt erzähle ich euch erstmal, was in dem Film drin vorkommt. Und zwar, ein spaßiger Ausflug auf die Piste entwickelt sich für drei Studenten zum Albtraum ihres Lebens, als sie vor der letzten Abfahrt im Skilift stecken bleiben. Als die Pistenpatrouille die Nachtbeleuchtung abschaltet, erkennen Dan, Joe und Parker mit zunehmender Panik, dass man sie im Skilift weit über dem Erdboden hängend vergessen hat. Ohne Aussicht auf Rettung ist das Trio fest entschlossen, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen, um dem eisigen Tod zu entkommen. Doch bald müssen die drei feststellen, dass sie weitaus mehr zu fürchten haben als nur den eisigen Tod. Im Kampf ums Überleben müssen sie sich fortan der Frage stellen, ob ihr Überlebenswille stark genug ist, um einen grausamen Tod zu entkommen. Ja, Leute, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, es ist natürlich richtig, weiß ich auch nicht, eine Ausnahmesituation, auf einmal in einem Skilift stecken zu bleiben, und daher hat mich dieser Film auch so gefesselt. Er ist eigentlich, wie man immer so schön sagt, billig gemacht, also wenig Aufwand, aber ein riesen, weiß ich auch nicht, wie soll ich das sagen, hat auf jeden Fall so eine mitreißende Wirkung auf mich auf jeden Fall, wo ich wieder so einen Moment habe, wo ich dann die Luft anhalte oder wo ich nicht hinschauen kann, weil er ist nicht ohne. Und ich denke, die hätten aus dem Film auch eine FSK 18 Version rausmachen können, weil da manche Dinge passiert sind, die natürlich echt heftig sind. Aber erstmal so zur Handlung, wie schon erwähnt, es sind drei Studenten, die unterwegs sind, die wollen einfach im Schnee und Spaß haben, ein bisschen Skifahren bzw. Snowboarden, und dann machen sie halt noch die letzte Fahrt mit dem Lift und werden dann plötzlich abends vergessen. Ja. Auf einmal wird der Skilift abgestellt. Sie sind da auf dem Lift weit über dem Erdboden, wie ich eben auch vorgelesen hatte, sind dann in sonst was für einer Höhe und ja, hängen da. Es ist natürlich eisig kalt, es ist Winter, es ist nachts und alles ist dunkel. Und dann heißt es natürlich, wie viele Tage haben wir noch zu überleben, was können wir tun, wie kommen wir aus der Gondel. Und ihr seht hier auch schon auf dem Bild vorne, dass einer dann hier auch runterhängt. Ich will euch jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten, aber man denkt dann natürlich, was kann ich halt in dieser Situation tun, wie lange bleibt mir noch, und kommt überhaupt jemand, um uns zu helfen, oder
ich kann euch einfach nur sagen, dieser Film ist total mitreißend. Die Charaktere, finde ich, sind auch sympathisch. Es sind ja zwei Jungs und ein Mädchen und die sind auf jeden Fall so, dass man sie auch mag. Und der Film ist sehr, sehr realistisch. Also wenn ich den gucke, dann bin ich immer total eingekuschelt, so mit Decki und so. Und ja, auf jeden Fall kommen dann ein paar Szenen vor, die man meiner Meinung nach überhaupt nicht vorhersehen kann. Und ich werde euch jetzt nicht verraten, ob die drei überleben und was noch alles passiert, aber er ist wirklich realistisch und total gut gemacht. Und ich kann euch den Film jetzt zur Winterzeit einfach ans Herz legen, wenn ihr auch auf so Filme steht, die realistisch gemacht sind, wo ihr euch so mit ja, irgendwie identifizieren könnt oder falls euch mal sowas passiert, dass man denkt so, hey, was könnte ich dann machen und so. Ich mag das ja total. Und Frozen ist auf jeden Fall ein Film, den ich nicht in meiner Sammlung missen möchte. Und ihr könnt euch ja mal den Trailer dazu anschauen, was ihr dann vielleicht meint. Dann habt ihr auf jeden Fall einen ersten Eindruck. Aber ich kann euch sagen, der ist wirklich nicht so, dass er irgendwie langweilige Stellen hat oder so. Einfach gar nicht. Also der unterhält mich total. Und ja, das war erstmal jetzt so mein Film, den ich euch jetzt zur Winterzeit ans Herz legen möchte. Und ja, vielleicht kennt der ein oder andere ja den Film auch schon. Dann könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde auch interessieren, was ihr dann so dazu meint und wie ihr denn gefunden habt, ob ihr auch meine Meinung teilt. Weil es ist manchmal einfach so, dass es gar nicht viel Aufwand braucht, einen Film zu machen oder so, dass es nur eine kleine Umgebung ist, manchmal ja auch rein im Haus oder in einem Raum. Und diese Filme sind dann einfach total fesselnd. Und das hatte ich halt bei Frozen auch. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall heute wieder Freude gemacht, für euch ein Video zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Und bis dahin. Ciao.